Salzburgs Modegurus ließen die Fashion Victims ins Republic strömen. Grund? Andrea Griechhammers spektakuläre Wow-Modenschau. Ja, also der Trend für Herbst-Winter ist natürlich ganz stark Leder. Also ein Lederteil muss in jeden Schrank und das nicht nur in der konventionellen Form von einer Hose oder von einer Jacke, sondern wir zeigen das auch als Kleid, als Oberteil oder auch einmal als Short. Zweiter Trend ist dieser 50-Shape, stark betonte Taillen, betonte Schultern und Fell. Fell ist ganz stark, Fellwesten, Fellcapes, Fellmäntel, also auch ein starkes Thema jetzt für Herbst-Winter. Das Fellgelee ist ein großes Thema und verkauft sich sehr gut. Zwischenapplaus für Steppmäntel und internationale Designer, die bei Rieger hoch im Kurs stehen. Ein Japaner, das ist der Julius mit ganz neuer Ware. Grundtöne werden grau-schwarz sein, weiß wird die neue Trendfarbe im Winter werden und lassen Sie sich überraschen. Während bei Rieger das spanische Label Desigual für bunte Momente sorgte, zeigte Joe Huber von Inizio Trends aus Italien. Smarter Freizeitlook mit einem Touch Sexappeal. Das ist Komma. Akzentuierte Schnittführung mit amerikanischem Spirit und dem Modehighlight, der Felljacke. Und natürlich darf auch das Lederkleid in der Kollektion nicht fehlen. Und für urbane Cowboys ist es Oliver genau das Richtige. Medion beweist, dass auch Laptops eine Seele haben. Und Ellie Fashion schickte schwarze Engel über den Laufsteg. Zurück zu den Wurzeln. Das Wichtigste in der Tracht ist das Dirndl und die Lederhose. Und davon wird man heute Abend einiges sehen. Jones präsentiert sich voller Gegensätze. Feminine Details in britischen Tweedstoffen kombiniert mit Lack- und Lederleggings oder Jeans.
Im modischen Bereich würde ich sagen, viel üppig und der Mix macht es aus, Steinketten, Gold und Silber gemischt. Im Juwelenbereich ist heuer die Wertbeständigkeit einfach, wie soll ich sagen, das Wichtigste. Ein schöner Diamant, der hat einfach was. Ja, und das war's dann auch wieder. Die Wow-Show des Jahres mit 11 präsentierenden Marken aus der Salzburger Altstadt ging ihrem Finale entgegen. Uns erwartet ein Herbst voller modischer Gegensätze. Für jeden etwas.